Anti-Monopoly ist ein Brettspiel für 2 bis 6 Personen. Das Spiel unterscheidet sich maßgeblich vom klassischen Monopoly, denn hier entscheiden die Spieler zu Beginn, ob sie nun als Wettbewerber oder Monopolisten spielen möchten. Anti-Monopoly ging übrigens aufgrund eines 10 Jahre lang dauernden Rechtsstreits in die Spielgeschichte ein. Nähere Informationen dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Nun starten wir aber mal mit den Spielvorbereitungen. Zuallererst wird natürlich das Spielbrett in der Tischmitte positioniert. Anschließend wird ein Spieler zum Bankier ernannt. Der Bankier nimmt alle Besitzrechtkarten, das Bargeld, die Häuser und die Hotels zu sich. Anschließend werden die Monopolisten und die Wettbewerberkarten voneinander getrennt, gut durchmischt und mit der Rückseite nach oben auf die dafür vorgesehenen Felder auf dem Spielbrett gelegt. Ein essentieller Punkt bei Anti-Monopoly ist die Rollenverteilung. Die Spieler entscheiden sich entweder für die Rolle des Wettbewerbers oder die Rolle des Monopolisten. Dies kann entweder auf freiwilliger Basis ausgesucht werden oder durch Würfeln entschieden werden. Wird gewürfelt, so darf der Spieler mit der höchsten Augenzahl als erster entscheiden, ob er als Wettbewerber oder als Monopolist auftritt. Die anderen Spieler suchen sich ihre Rolle dann im Uhrzeigersinn aus. Wettbewerber spielen mit einer grünen Figur und Monopolisten mit einer blauen. Bei einer geraden Spieleranzahl müssen allerdings gleich viele Monopolisten und Wettbewerber spielen. Bei einer ungeraden Spielerzahl darf der zahlenmäßige Unterschied aber nicht größer als 1 sein. Und ebenfalls wichtig, die Rollenverteilung darf im Laufe des Spieles nicht mehr verändert werden. Der Bankier zahlt nun jedem Spieler das Startgeld aus. 5 mal 1 Euro, 5 mal 5 Euro, 7 mal 10 Euro, 2 mal 50 Euro, 3 mal 100 Euro und 2 mal 500 Euro. Ergibt also 1500 Euro pro Spieler. Die Spielfiguren werden jetzt auf das Startfeld gesetzt. Wer zu Beginn bei der Rollenverteilung die meisten Augen gewürfelt hat, darf auch das Spiel beginnen. Der Spieler, der an der Reihe ist, würfelt mit beiden Würfeln und sieht anschließend mit seiner Spielfigur die jeweilige gewürfelte Augenzahl am Spielbrett entlang. Spieler, die mit ihrer Spielfigur auf einer noch unverkauften Straße, einem unverkauften Betrieb oder sonstigen freien Spielfeld landen, können für den auf der Besitzrechtkarte oder dem Spielbrett angegebenen Betrag das Besitzrecht erwerben. Der jeweilige Betrag wird dem Bankier übergeben, dieser gibt dann dem Spieler im Austausch dafür die Besitzrechtkarte. Möchte der Spieler nicht kaufen, so verbleibt die Karte bei der Bank. Landet ein Spieler auf einem Spielfeld, das bereits Eigentum eines Mitspielers ist, so muss er an ihn dann den Geldbetrag zahlen, der auf der zugehörigen Besitzrechtkarte angegeben ist. Aber Achtung, der zu zahlende Betrag ist abhängig von der Art des Eigentümers. Monopolisten kassieren in der Regel höhere Mieten als Wettbewerber. Übrigens, Spieler, die einen Pasch würfeln, also 2 gleiche Augenzahlen, führen ihren Zug zunächst ganz normal aus und sind dann noch einmal mit Würfeln dran. Sollte bei dem zusätzlichen Wurf jedoch wieder ein Pasch rauskommen, so zählt dieser als einzelner Würfel. Sobald ein Spieler mindestens 2 Straßen einer Stadt besitzt, egal ob die Stadt aus 2 oder 3 Straßen besteht, besitzt er in dieser Stadt somit ein Monopol. Monopolisten dürfen auf Straßen, für die sie ein Monopol besitzen, doppelte Miete kassieren. Übrigens, Monopolisten dürfen nur auf Straßen in einer Stadt bauen, in der sie ein Monopol besitzen. Bewerber hingegen benötigen in einer Stadt zum Bauen kein Monopol und dürfen in jeder ihrer Straßen bauen. Auch dann, wenn sie nicht mehr als eine besitzen. Dafür aber dürfen Wettbewerber keine doppelte Miete kassieren. Wettbewerber können in jeder ihrer Straßen bis zu 4 Häuser bauen. Statt ein 5. Haus zu bauen, geben Wettbewerber die 4 Häuser zurück an die Bank und kaufen dafür ein Hotel. Die jeweiligen Preise sind immer auf den Besitzrechtkarten abgebildet. Monopolisten können in jeder ihrer Straßen in einer Stadt, in der sie ein Monopol besitzen, bis zu 3 Häuser bauen. Statt dann ein 4. Haus zu bauen, geben Monopolisten die 3 Häuser zurück an die Bank und kaufen dafür ein Hotel. Monopolisten bauen ihre Häuser übrigens auf dem H.
Wettbewerber auf dem Namen darüber. Häuser und Hotels dürfen grundsätzlich immer nur dann gekauft werden, wenn der Spieler gerade am Zug ist. Hier dürfen die Spieler aber frei entscheiden, wie sie Häuser und Hotels auf dem von ihnen gekauften Grundstück verteilen. Und Spieler dürfen sich ihren Grundbesitz gegenseitig zum Verkauf anbieten. Über den Preis wird frei verhandelt. Zuvor müssen aber möglicherweise bereits gebaute Gebäude zurück an die Bank verkauft werden. Um an Geld zu kommen, können Spieler auf ihr Eigentum jederzeit eine Hypothek aufnehmen. Hierfür geben sie dann die entsprechende Besitzrechtkarte für den halben Kaufpreis an die Bank zurück. Diese Karten sind von den anderen Besitzrechtkarten für unverkauften Grundbesitz getrennt aufzubewahren. Bevor eine Hypothek aufgenommen werden kann, müssen die auf dem Grundstück gebauten Häuser und Hotels zuvor an die Bank zurückverkauft werden. Hierfür erhält der Spieler ebenfalls die Hälfte des ursprünglichen Kaufpreises. Mit einer Hypothek belastete Straßen und Betriebe können vom Eigentümer jederzeit an andere Spieler verkauft werden. Und wenn ein Spieler belastetes Eigentum von Hypotheken befreien möchte, muss der Betrag an die Bank gezahlt werden, die auf der Rückseite der Besitzrechtkarte vermerkt ist. Wichtig: Sobald ein Grundstück mit einer Hypothek belastet ist, erhält man hierfür auch keine Miete mehr. Außerdem kann man in einer Stadt, in der ein mit einer Hypothek belastetes Grundstück befindlich ist, keine weiteren Häuser oder Hotels bauen. Sehen wir uns jetzt die einzelnen Felder des Spielbretts genauer an. Immer wenn ein Spieler über das Startfeld zieht, erhält er 100 Euro von der Bank. Landet man auf dem Feld Einkommensteuer, so muss man 200 Euro an die Bank zurückzahlen. Hier in dieser Ecke befindet sich Gefängnis, Preiskrieg und Sightseeing-Tour. Für Wettbewerber ist dieses Feld der Preiskrieg, für Monopolisten das Gefängnis. Über die Monopolisten- und Wettbewerberkarten oder die Anweisungen auf dem Spielbrett können Monopolisten ins Gefängnis kommen. Wettbewerber hingegen werden in den Preiskrieg geschickt. Sollte ein Spieler hier über das Startfeld kommen, erhält er keinen 100-Euro-Bonus. Wettbewerber, die sich im Preiskrieg befinden, dürfen während dieser Zeit Miete und sonstige Forderungen einziehen. Sie haben keine direkten Nachteile, bis auf den, dass sie nichts kaufen dürfen. Monopolisten im Gefängnis hingegen dürfen keine Miete oder sonstige Forderungen einziehen. Sollte ein Spieler im normalen Spielverlauf auf dem Gefängnisfeld landen, befindet er sich weder im Preiskrieg noch im Gefängnis, sondern auf einer Sightseeing-Tour. Hierfür gibt es weder für Wettbewerber noch für Monopolisten Unterschiede. Beide dürfen im nächsten Zug ganz normal weiterspielen und müssen keine Geldbuße zahlen. Um aus dem Gefängnis oder Preiskrieg zu entkommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Spieler zahlt der Bank zu Beginn der nächsten Runde 50 Euro und darf dann normal weiterspielen. Oder er möchte sich nicht freikaufen, sondern bleibt im Gefängnis oder Preiskrieg und muss dann versuchen, in der nächsten Runde einen Pasch zu würfeln. Gelingt es ihm, einen Pasch zu würfeln, darf er weiterspielen. Gelingt es ihm nicht, kann er in der darauffolgenden Runde erneut entscheiden, ob er zahlen oder würfeln möchte. Würfelt er erneut keinen Pasch, so muss er zu Beginn der dritten Runde 50 Euro zahlen und zieht danach mit der Summe der Augen seines dritten Wurfes weiter. Immer wenn eine Spielfigur auf dem Wettbewerber- oder Monopolistfeld stehen kommt, muss er die jeweilige Karte ziehen und anschließend deren Forderungen nachkommen. Spieler, die bankrott gehen, können ihren Zahlungsverpflichtungen ja nicht mehr nachkommen. Sie müssen also zunächst ihre Häuser und/oder Hotels sowie Grundstücke an die Bank zurückverkaufen und erhalten hierfür die Hälfte des Kaufpreises. Ein Spieler, der einen anderen Spieler in den Bankrott treibt, übernimmt dessen Geld und Besitztümer, auch wenn diese mit einer Hypothek belastet sind. Geht ein Spieler bankrott, weil er seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Bank nicht nachkommen kann, gehen all seine Gelder und Besitztümer auf die Bank über. Diese können dann im weiteren Spielverlauf wieder ganz normal erworben werden. Es gewinnt jener Spieler, der nach dem Bankrott aller Monopolisten der reichste Wettbewerber oder nach dem Bankrott aller Wettbewerber der reichste Monopolist ist. Wer nun aber der reichste Spieler ist, wird folgendermaßen ermittelt. Zunächst wird die Gesamtsumme des Bargelds mit der Summe der zu errechnenden Mieteinnahmen eines Spielers für alle seine Besitztümer zusammengerechnet, mit Ausnahme der mit Hypotheken belasteten Grundstücke. Wer hier dann das höchste Vermögen unter den Monopolisten bzw. unter den Wettbewerbern hat, hat Antimonopoly gewonnen.